Willkommen zurück. Und ich sehe echt aus wie ein Panda. Ich glaube, sie ist müde. Willkommen zur Demo von My Time with Sandrock. Guck mal, was wir heute hier noch so tun können. Waren wir in dem Haus schon? Oh, hallo. Hier ist ja jemand zu Hause. Okay, er ist der Friedhofsverwalter. Dann heißt er auch Mord. Wie passend. Mortimer. Okay. Dann... Wir können ja kurz die CDs holen. Und ihm hier bringen. Wenn wir den Weg finden, nachher. Wenn wir die CDs holen, dann müssen wir keine Energie ausgeben. Ich weiß noch nicht, ob das was kostet. Und zurück. Und ich hoffe, er hat da noch auf. Ich weiß nicht, ob er spezielle Öffnungszeiten hat. Ich habe nicht drauf geachtet. Und zurück. Okay, es ist offen. Jetzt muss er nur noch da sein. Wir brauchen 6 CDs. Okay, das war jetzt unnötig, hier runter und wieder hochgerannt zu sein. Mal, können wir das nicht alles mit benutzen? Gut, dann gehen wir halt jetzt schon schlafen. Ich würde auch gerne mal Bus fahren. Vielleicht können wir mal Bus fahren. Also, Kamel. Hallo, ich kenne euch alle gar nicht. Doch, dich hat man schon, dich hat man auch schon. Ich hier was. Super Bars. Ich könnte, müsste es ja reichen, ne? Die Energie, die wir da drin haben. Und eigentlich müsste das ja früh dann fertig sein. Oder zählt die Zeit real life weiter, auch wenn wir schlafen gehen? Ach so, wir waren immer müde, weil wir nach 0 Uhr ins Bett gegangen sind. Haben wir das
auch geklärt, warum die immer gesagt hat, dass sie sich müde fühlt. So, ich habe einen Research Point hier schon wieder. Kann man eine CD bekommen? Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier runterspringen? Müsste es ja. Oh. Wir dürfen da nicht runterspringen. Gefunden. So. Hey, was machst du hier? Schön, dass du mit deinem Lift bald fertig bist. Ich nicht. Oh, ich kann nicht mehr tragen, kann das sein? Dann haben wir jetzt ein Riesenproblem. Weil ich glaube, wir können noch keine neue Kiste machen.
Ich habe 3 Copper Bars. Oh nein, und ich brauche 2 Copper Bars für die Mission. Wisst ihr, wir machen jetzt die Mission. So, und wo ist der jetzt, wo ich das abgeben kann? Immer irgendwelche Wegpunkte. Da müssen wir hier rein theoretisch hin. Das hinter dem Haus ist nicht im Haus. Hi. Ach so, jetzt ist es meins wahrscheinlich. Ja. Cool, jetzt habe ich Schwert und Schild. Ja, das Schild ist cool, es hat ein Smiley drauf. Nur noch die Kranaufgabe. Aber das dauert ja Jahrhunderte. Hier unten war das Questboard, ne? Aber viel los. Bricks brauche ich selber. Speer. Kann ich nicht, wir wollen den Prozessor. Prozessor. Kann es sein, dass ich tatsächlich so ein Furnace-Ding brauche, um Bricks zu machen? Kann ich das schon bauen? Kann ich? Habe ich nur ein Quarz?
Okay, ich muss Steine packen. Dann kriege ich Quarz. Quarz kriege ich nirgendwo anders her, ne? Einmal Quarz. Brauche bloß noch zweimal. Noch einmal, glaube ich. Ich habe 4 Quarz. Gut. Ich brauche 7, 8. Gut, ich kann erst mal 7 machen. Immerhin habe ich auch schon wieder 2 Copperbars. Eventuell kann ich dann demnächst mal eine Truhe machen. Wir haben ein richtiges Platzproblem. Jetzt hier mal ein bisschen sortieren. Werkzeuge. Gold. Oh, ich habe 7. Oh, ich kann Wasser machen. Ich kann Wasser machen und ich habe 7 CDs. So, mal gucken, ob er jetzt noch da ist. Ich habe dort oben und da, das hilft mir alles nicht. Gut. Oh, die Zeit ist rum. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten sehr gern wieder beim nächsten Teil der Demo von My Time at Sandrock. Ja. Mach's gut und bis gleich in der nächsten Folge. Quasi. In ein paar Tagen. Tschüss.